Servus zusammen, recht herzlich willkommen wieder auf der Alpenmap. Neumiedebrunn steht an und ihr seht schon hier, wir sind wieder mal beim Händler, haben uns ein Gefährt gegönnt. Aber keine Sorge, das Gerät ist nicht gekauft. Ich habe mir gedacht, wir haben zwei Wiesen, da sollte es doch reichen, wenn wir uns den Big M, M steht für Mähen, so muss ich mir das Ganze nämlich merken. Der Big X ist der Häcksler, der Big M ist fürs Mähen zuständig, der Selbstfahrer. Und den haben wir uns gemietet, springen rein, Motor an und los geht's. In dieser Folge werden wir auf jeden Fall hier mal ein bisschen mähen und ich habe mir gedacht, wir machen das Ganze doch ratzfatz zügig, keine Ballen, sondern das Schöne ist ja mit dem Gerät, unabhängig mal davon, dass der richtig flott hier über die Wiese fährt, dass er natürlich uns auch gleich eine Schwad legt und dann kommen wir wieder mit dem Xerion und dem großen Ladewagen und dann packen wir das Ganze wieder ins Silagesilo beziehungsweise ins Fermentersilo und ich glaube, ich bin ja ein bisschen auf dem Holzweg. Nein, das ist so ein bisschen hier, ich habe keine Ahnung, vielleicht die Schmugglerpassage. Auf jeden Fall auf der Karte, ich bin hier noch nicht lang gefahren, ist das jedenfalls der schnellste Weg zu unserer Wiese, zu unserer Bergwiese, wo ich ja auch immer noch ein kleines bisschen am Überlegen bin, was wir mit der freien Fläche, die wir gekauft haben, da wollte ich ja ursprünglich auch mal einen Hof hinmachen, aber... Ja, und dann war mal die Idee nach einem Zentrallager oder eine Produktion. Ich weiß es nicht. Wir haben da eine große Fläche. Und irgendwann habe ich mir auch gedacht, vielleicht machen wir das so ähnlich wie bei unserem Big Farm Projekt, nämlich auf der Galgenberg. So, auch hier können wir links rum hier auf der Schotterpiste hoch zu unserer Fläche, zu unserer Wiese. Dass wir da vielleicht Silos hinpacken, die wir eventuell mit unseren Helfern erreichen können. Aber ich weiß es noch nicht, ob wir das machen sollen, wollen oder können. Jetzt sind wir hier erstmal auf der Wiese und die Wiese ist erntereif, wenn ich das richtig gesehen habe. Das erkennt man immer meistens dadurch, dass es eigentlich nicht ist. Also sie ist schon erntereif, aber das ist jetzt hier nicht der... Oder ist das dürfte doch noch nicht die letzte Wachstumsstufe sein, weil... Augenblick mal. So, wir müssen hierher. Und das ist nämlich die Wiese auf der anderen Seite. Und ich bin der Meinung, ist das jetzt wirklich die letzte Wachstumsstufe? Müsste dann nicht hier das Gras sich bewegen, wenn wir hier drüber sind? Also ich will es so formulieren, ist jetzt auch egal, jetzt sind wir hier und jetzt machen wir Gras. Wir sind im Juli, normalerweise müssten wir noch einen Schnitt machen. Wir schauen mal kurz rein. Wir schauen mal in den Terminkalender für Gras. 1, 2, 3, 4. Auf jeden Fall müssten wir im November nochmal einen Schnitt machen können. Definitiv, wenn wir dann schön ordentlich düngen. Haben wir hier ordentlich gedüngt? Oh, das sieht doch gut aus. 100%. Sehr schön. Dann lassen wir den Kollegen mal laufen. Stopp! Die Hilfe muss eingeschaltet werden. Die Hilfe dürfen wir nicht vergessen. Denn wir müssen mal schauen. Da steht Breitablage. Augenblick. Arbeitsmodus wechseln. L3. Wir brauchen die Schwadablage links, rechts. Wir nehmen die Schwadablage in der Mitte. Sehr schön. Und dann soll es auch schon mal losgehen. Das Maschinchen erhebt sich. Und ab die Post. So, und ich habe mir auch eben gedacht, wir nehmen jetzt nicht den Big M mit Zapfwelle hinten, damit wir da zum Beispiel gleich eine Ballenpresse dran machen, denn die würde uns ja auch nur, wie gesagt, ein bisschen Zeit kosten, weil wir werden das Ganze definitiv hier mit dem Ladewagen, und ich denke jetzt gerade, wir können ja hier auch ein kleines bisschen drüber, ne? Weil wir haben ja hier nicht das Problem auf der neuen Minibrunn, ähnlich wie zum Beispiel auf anderen Maps, wo wir auch schon hatten, dass wir mit dem Mähwerk automatisch neue Felder erstellen. So, dann schauen wir mal hier bergab. Und dann müssten wir eigentlich den Helfer hier fahren lassen können. Denn wir haben noch jede Menge auf dieser Map zu tun. Denn ihr habt es vielleicht schon gesehen, da habe ich schon parat gestellt. Zum einen steht unser Xerion hier am Hof, denn wir haben noch ein bisschen Stroh. Und deswegen habe ich mir auch gedacht, machen wir mal parallel mit dem Fendt 314, mit dem kleinen. Da haben wir jetzt wieder die Standardbereifung drauf, denn vorher waren wir hier damit unterwegs zum Düngen mit der Spritze und da hatten wir noch die Pflegebereifung. Jetzt habe ich wieder die Bereifung Standard mit
Radgewichten, denn wir haben hinten unseren Mulcher und dann werden wir schon mal anfangen, hier ein bisschen Stoppelsturz zu machen, denn ich glaube, das ist nicht schlecht, das schadet nicht, sondern bringt, wenn ich das Richtige gesehen habe, tatsächlich, was Bodenbearbeitung angeht, nochmal 1-2% Ertragsgewinn und deswegen gönnen wir uns das hier mit dem Maschinenschild, das ich auch mittlerweile und so handhabe ich das jetzt auch in diesem Monat. Wir werden alle Maschinen und Geräte, wenn sie zum Einsatz kommen, erstmal reparieren und auftanken, damit sie wieder voll und ganz einsatzfähig sind. Yep. So, Dele, wir fahren mal zu dem Feld. Da drüben haben wir nämlich noch ein bisschen Stroh. Das muss runter mit dem Xerion, bevor wir dann hochfahren können, um dann eben das Gras einzusammeln. Die Grasschwarte. So, das Gerät ist aus. Zack. Oh, nee, wir müssen... Ja, jetzt habe ich es falsch. Vorne anheben, ne, mein Freund? Gewicht wieder ran. So, da gehört eigentlich auch ein richtiges Fendtgewicht hin, ne? Naja, okay. Drücken wir nochmal ein Äugchen zu. So, abgelassen und los geht's. So, und dann bringen wir den nach vorne ans Eck und dann lassen wir den einfach mal fahren, denn wir werden so oder so dann noch ein bisschen nachjustieren müssen. Okay. Sudele. Ja, yep, hervorragend. Und ab die Post. Dann wird hier ordentlich auf jeden Fall Stoppelsturz gemacht. Und dann schauen wir mal, wo die restlichen Gerätschaften sind, die wir jetzt noch brauchen. Ah, genau, den Valtra habe ich vorbereitet für was ganz Spezielles, denn da haben wir Zuckerrüben drin. Und den bringen wir mal rüber zur Produktion, denn da will ich euch auch ein bisschen was zeigen. So, da kann unser Xerion noch ein kleines bisschen warten, denn wir haben ja eine landwirtschaftliche Produktion und ich habe gesehen, wie wir hier mit dieser landwirtschaftlichen Produktion, halt, stopp, wenn wir schon hier bei Charlie vorbeikommen, gibt es auch ein bisschen Fresschen, mal schauen, wo er wieder rumspringt, wo ist denn Charlie wieder unterwegs, ah, da hinten, glaube ich, da kommt er, da kommt Charlie, sehr schön. Unser Hofhund, unser Haus- und Hofhund. Ich war bei der landwirtschaftlichen Produktion. Und zwar geht es darum, dass wir ja auch ein bisschen für die Mischration Kraftfutter bräuchten. Ja, ich weiß, wenn man es selber mischt mit dem Futtermischer, dann braucht man es nicht unbedingt. Geht auch ohne. Aber ich habe mir jetzt mal gedacht, wir werden die Sache ja mal richtig angehen. Und wir haben ja hier unsere landwirtschaftliche Produktion. Und diesmal muss ich wieder aufpassen. Ja, rechts war zum Entnehmen und links ist zum Abkippen, denn das zeige ich euch jetzt gleich mal. Zack. So, landwirtschaftliche Produktion und ich möchte produzieren Mineralfutter. Das seht ihr aber, dass wir dafür Getreide brauchen. Es ist Getreide, oder? Nicht Gerste, sondern Getreide. Wir brauchen Raps. Raps haben wir geerntet und ist noch im Kipper. Mais ist auch noch ein bisschen drin, nicht viel. Das kann ich aber holen im Silo. Aber das Spannende ist, wir brauchen Zuckerrübenschnitzel und Wasser, was auch kein Problem ist, und Kalk. Kalk interessanterweise. Aber jetzt habe ich dann reingeguckt. Beides haben wir so nicht. Aber Zuckerrübenschnitzel macht unsere Produktion aus Zuckerrüben und witzigerweise dann eben auch, ich weiß nicht, was es ist, Steine oder Gestein. Und aus diesen Steinen wiederum machen wir Kalk mit Wasser. Jupp, und dann dürften wir eigentlich diese Produktion wirklich hier tatsächlich zum Laufen bringen. Also soll heißen, wir brauchen die Zuckerrüben und dann haben wir eigentlich die Produktion so gut wie am Laufen, denn daraus wird ja dann interessanterweise, ja, also irgendwie muss dann bei den Zuckerrüben wohl so eine Art Ungesiebtes sein. Dann geht man einfach davon aus, dass da noch Steinchen mit drin sind und die werden hier in dieser Produktion mitverarbeitet. So, jetzt muss ich aber nochmal schauen, nicht, dass ich hier wieder was falsch gucke. Wir haben noch ein kleines bisschen Mais, ja, nicht viel. Deswegen werden wir jetzt Mais einkaufen erstmal. Da bin ich großzügig, da bin ich einfach mal zu mir großzügig. Denn wir haben ja die Möglichkeit, hier am Hof auch ein bisschen Material einzukaufen. Nicht, dass die Produktion sofort wieder stillsteht. So, hier steht unser anderer Fendt. Der andere Fendt wartet mit Raps und Getreide schon darauf, auch abgeladen zu werden. Das bringen wir dann auch zum Silo, denn oder beziehungsweise zur landwirtschaftlichen Produktion. Denn was nicht verbraucht wird, können wir natürlich
noch verarbeiten bzw. dann wieder rausholen. Streusalz? Okay. Der macht dann Streusalz. Das sind Steine, genau. So, genau. Weizen brauchen wir. Und jetzt bräuchten wir irgendwann mal hier Mais. Okay, das kostet uns 2279, aber ich glaube, in Anbetracht unserer guten finanziellen Ausstattung können wir hier mal ein Auge zudrücken und kommen so ein bisschen schneller an Mais heran. Wir werden auch in den nächsten, ja, in den fürs nächste Jahr auch ein bisschen mehr Mais ansäen. Ich habe da wieder ein weiteres Feld im Auge, denn ein bisschen wollen wir ja auch schauen, dass wir hier noch etwas expandieren. Ein Feld mit Sonnenblumen und die können wir ernten, die brauchen wir auch. Und dann können wir natürlich auf dem Feld zum Beispiel auch Futtermais ansäen. So, dann schmeißen wir das mal jetzt hier rein. Okay. Achso. Ja, bringen wir erstmal den Raps und das andere Material her, weil dann läuft die Produktion noch nicht an. So, den Kollegen stellen wir erstmal ein bisschen zur Seite. Es ist ja nicht so, als hätten wir hier keinen Platz auf unserem Hof. So, dann ist er nämlich, dann wissen wir auch, wo er ist, wenn wir ihn brauchen. Dann spurten wir mal rüber zu unserem anderen Fendt und werden dann entsprechend abladen. So, da ich rechts oben nichts gesehen habe, gehe ich einfach mal davon aus, dass unser Big M auch ein bisschen was arbeitet. Und auch der andere Kollege wird hoffentlich unterwegs sein und ordentlich einen Stoppelsturz machen. So, hier haben wir geladen unseren Wagen, voll mit feinen Sachen. Die bringen wir jetzt auch hier in die Produktion, werfen es mal ein und dann schauen wir mal, ob das Ganze so funktioniert, wie ich mir das denke. So, hier gut reinfahren. Dann müssen wir erstmal hier umstellen. Den vorderen Anhänger, der müsste sich jetzt melden. Augenblick. Abkippseite links, Abkippseite rechts. Naja, dann kippen wir halt nach rechts ab. Sehr schön. Und der nächste Hänger. So, der kippt jetzt aber nach hinten ab. Okay, okay, okay. So, Delay, wir springen mal zur Produktion und dann schauen wir mal, was hier Sache ist. So, Delay. Also, wir wollen Mineralfutter herstellen und das müsste doch jetzt eigentlich... Nee, stopp, stopp, stopp. Die Zuckerrübenschnitzel müssen wir erstmal anschmeißen. Das bleibt grün. So, dann schauen wir mal. So, Kalk haben wir noch nicht. Streusalz, der stellt tatsächlich dann Streusalz her. Stopp, 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 stopp. Kalk. Genau, und dann mit Wasser und da gibt es Streusalz. Stopp, wir müssen natürlich nicht bei Kalk gucken, sondern bei den guten Steinen. So, Steine haben wir jetzt 5. Das heißt, dann werfen wir hier die Produktion auch an. Dann schauen wir hier mal. Na gut, da werden nur 5 Stück hergestellt und hier oben wird es natürlich richtig verarbeitet. Das heißt, die Steine sind jetzt auch schon gleich weg. Da müssen wir fast überlegen, ob wir vielleicht dann doch wieder mit Lesesteinen arbeiten. Aber wie auch immer, wir könnten natürlich auch erstmal ein paar Steinchen kaufen. Werden ja nicht so teuer sein. So, Dele, aber wir können auf jeden Fall jetzt schon mal die Mineralfutter und dann schauen wir mal, ob das schon funktioniert. Klar, bei Kalk sind wir jetzt auf Rot, aber Mineralfutter scheint schon mal zu funktionieren und da bin ich mal gespannt. Tatsächlich 13 Liter Mineralfutter haben wir bereits. Also werden wir bei Gelegenheit noch ein paar Steine nachkaufen, damit wir hier die Produktion auch schön am Laufen haben. Jetzt fahren wir hier mit dem Kollegen, der ja hier ausgeladen hat und jetzt wieder freie Kipperkapazitäten hat, fahren wir mal rüber zu unserem New Holland, denn der wartet ja an der Ackergrasfläche.
So, dann können wir nämlich die Produktion bzw. den Helfer auch schon mal anschmeißen. Es ist wieder jede Menge los hier auf dieser Map. Es ist jede Menge los. Und das hier auf der PlayStation versuchen wir wirklich so weit abzuarbeiten, wie es nur geht. Auch mit Helfern, mit KI-Helfern, wie wir das eben können. Aber hat man eben auch jede Menge Geräte, dann sollen die ja auch nicht rumstehen. Die müssen Geld verdienen, indem sie arbeiten und fahren. So, da kommen wir jetzt dann gleich auch an diesem wunderschönen Sonnenblumenfeld vorbei, was so als nächstes mir ins Auge gestochen ist, hier rechts. Ich glaube, das Feld wird fällig. Da können wir dann gleich mal reinschauen, was uns das kosten soll. So, da vorne ist der New Holland und wartet. Noch nicht zum Abtanken, er ist noch nicht bereit, also er ist noch nicht aufs Feld gefahren. Aber das werden wir jetzt dann gleich tun und wenn das funktioniert, schauen wir mal, was der Big M macht. Und dann sollten wir mit dem Xerion auch wieder unterwegs sein. So, Augenblick, stopp. Okay. Da sind die Rehe auch schon wieder unterwegs. Lass mich mal kurz gucken. Ja, super. Das hat ja ganz toll funktioniert. Das hat ja wirklich wieder ganz toll funktioniert. Das Bubele hat sich irgendwie verfahren, hä? So, dann wieder alles ablassen. So, los geht's. Ich überlege die ganze Zeit. Aber ich glaube, das ist bei dem Big X, dass der dann die Kabine hochfährt. Ja, dann werden wir das Ganze dann doch von Hand erstmal ein bisschen anfahren. Jetzt haben wir doch ein bisschen Zeit verloren und das Gerät kostet uns ja Miete. Aber nun gut, wenn man es halt nicht selber macht, nicht? Willst du, dass es gemacht wird, musst du es einfach selber machen. So, ich denke, jetzt sollte er doch wirklich hier arbeiten, oder? Helfer rein und los geht's. Aber ich finde, die Schwarz sieht relativ gut aus. Also ich glaube, da kommt schon ein bisschen was zusammen. So, komm. Enttäusch mich nicht. Minion, lass laufen. Warte mal. Wir machen das so, damit wir vorne die Ecke mitbekommen. So. Und jetzt ab die Post. So, dann schauen wir mal, was die anderen Kollegen so machen. Also er hier, Motor an. So, da müssen wir aufpassen. Strohablage anschalten. Ganz, ganz wichtig. Los geht's. Denn sonst bekommen wir ja kein Heu. Das ist ja das Besondere mit dem Ackergras, dass der hinten uns Heu auswirft. Und das heißt, wir müssen also hier keinen Wender mehr benutzen und auch keinen Schwader, sondern wir kriegen hier automatisch Heu eingesammelt. Hervorragend. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache mit dem Ackergras. Und deswegen ist es auch immer hilfreich, wenn man mindestens ein Feld hat mit Ackergras. Und wie gesagt, mittlerweile habe ich es dann auch geschnallt, dass wir da nicht wieder drüber säen müssen, sondern wir können es wachsen. Ist ja Gras, wächst praktisch wieder nach. So, unser kleiner Bienenstock hier. Denn wir brauchen ja unbedingt Honig für unsere Müsli-Produktion. Das müssen wir immer im Auge behalten. So, auch hier erstmal ein ordentliches Vorgewende. Angeblich soll ja zukünftig im LS25 tatsächlich der KI-Helfer erstmal selbstständig zwei Vorgewände fahren und dann auf dem Feld wenden. Und das soll ja immer auf allen Feldern funktionieren, also auch auf Feldern von Mappern bzw. Moddern. Also nicht nur auf Giants-Feldern. Und da dürfen wir natürlich gespannt sein. Jetzt muss ich aufpassen, weil Fruchtzerstörung an. Ja, Augenblick. Dann müssen wir so und jetzt rein.
Und das wäre natürlich eine feine Sache für uns Consolieros, wenn das so funktioniert, dass man tatsächlich zukünftig hier den Mäher oder den Drescher tatsächlich aufs Feld rennen lassen kann und dass der selbstständig dann zwei Vorgewände fährt. Eben auch bei, wie wir heutzutage immer sagen oder noch sagen, helferunfreundlichen Feldern. So, den Kollegen schicken wir mal los. Dann haben wir ihn hier. Der muss nämlich jetzt auch noch ein bisschen was machen. Aber, ja, warte. Wo ist denn jetzt hier? Er hier. Wir holen mal kurz ein paar Steine, um die Produktion hier anzuwerfen. Dann holen wir mal ein paar Steinsche. Und Charlie, komm, geh aus dem Weg. Ja, ich denke, so 2.000 oder 3.000 Liter Steine sollte reichen, ne, dass uns hier der Anhänger zusammenklappt. Auch wenn ich nicht eingestellt habe, hier Realgewicht, in Anführungszeichen. So, da waren doch irgendwo waren doch diese Steinsche. Streusalz und Mist, Kalk, Steine. Huch. 146. Naja, also das ist ja nun ein Schnapper. Das ist ein Schnapper. Also ich kann immer jedem empfehlen, so ein kleines Silo, so eine Einkaufsstation, eben für den Notfall. Ja, wenn man dann doch irgendwann mal was braucht, was ausgeht. Natürlich versuchen wir hier autark zu arbeiten, das heißt wirklich alles selbst zu erstellen. Aber ihr wisst ja, wie ich zu Lesesteinen stehe. Also das ist jetzt wirklich nicht für mich, ja, erstrebenswert, hier mit Lesesteinen zu arbeiten. Deswegen darf ich hier mal gerne ein Äuglein zudrücken. So, dann packen wir das hier rein. Dann schauen wir nochmal in die Produktion. Also, Mineralfutter läuft anscheinend. Dann haben wir die Zuckerrübenschnitzel und jetzt haben wir die Kalkproduktion und die ist doch jetzt ja hervorragend ausgestattet. Die kann jetzt arbeiten und dann lassen wir das Ganze mal laufen. Ihr seht, wir haben jetzt einige Produktionen hier am Laufen. Flüssigdünger machen wir hier aus Gärreste, Gülle, aus Methan und hier mit Miste machen wir Mineraldünger. Herbizid stellen wir auch selbst jetzt mittlerweile her. Hier aussehen und das Witzige ist, dass eben dann auch Stroh anfällt, ne, als Abfallstoff in Anführungszeichen, Saatgut mit Herbizid. Das Herbizid stellen wir ja hier her aus den entsprechenden Komponenten und jetzt haben wir hier tatsächlich Kalk und Streusalz. Das finde ich schon spannend, sehr, sehr spannend. Mineralfutter, Zuckerrübenschnitzel und da unten haben wir natürlich auch Schweinefutter schon mal hergestellt und zukünftig werden wir also hier die Mischration auch herstellen, denn das Stroh bekommen wir ja auch hier praktisch wieder als Abfallprodukt. Silage haben wir jede Menge drin und das Heu fahren wir jetzt praktisch direkt hier vom Ackergras hier rein, sodass genügend Material da ist. Also, auch Diesel könnten wir selber herstellen aus den verschiedenen Ölen, aber ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht. Hervorragend! So, der Kollege, lassen wir mal hier stehen und dann springen wir mal rüber. So, wie sieht's denn aus? Eine 55, der muss noch nicht abgetankt werden. Wir können mit unserem Xerion mal rüberfahren und das restliche Stroh einsammeln, bevor wir dann zum Heu kommen. Oh, und ich werfe gerade einen Blick auf meine Uhr. Wir haben wieder mal die obligatorischen oder die angestrebten 20 Minuten erreicht. Ja, sogar ein kleines bisschen überzogen. Aber das war doch heute wieder mit Sicherheit interessant, denn wir haben wieder einiges Interessantes gemacht. Wir sind am Mulchen. Da muss ich auch mal gucken, was der Kollege macht. Der hat sich ja auch noch nicht gemeldet. Das werden wir jetzt aber gleich sehen, wenn wir mit dem Xerion dort sind am Feld, am Nachbarfeld. Wir sind am Stroh einsammeln. Wir sammeln Ackergras oder ernten Ackergras, werden dann Heu einsammeln für unsere Produktion. Wir haben die landwirtschaftliche Produktion um weitere Produktion Schritte erweitert und einen Big M uns gegönnt, aber nur auf Leihbasis, um dann halt eben jetzt hier dann auch noch Gras zu machen und Grassilage. Und wenn ich das richtig sehe, hat er das gut gemacht, steht da oben parat und will natürlich abgeholt werden, um natürlich weitere Tätigkeiten für uns zu erledigen. Freunde, das soll es für die Folge gewesen sein. Ich sammle hier weiter ein. Es wird noch viel, viel, viel zu tun geben hier auf Neu-Mini-Bronn, unsere wunderschöne Alpen-Map. Ich freue mich drauf und bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch wieder mal ein bisschen gefallen und sage wie immer an der Stelle Tschüss, Cheerio, euer Baden-Farmer.